Herzlich willkommen zur 29. Folge hier bei The Infected. Ich bin der Balzi und das ist Leben. Dann wollen wir mal. Leben ist gut. Pack dich mal da rein. Ich nehme eh mal alle Steine hier raus und pack die schon mal in die zweite Kiste, damit man da so ein bisschen Sortierung zumindest hat. Balzi, du bist Monk. Jo, ich weiß. Das stört mich aber nicht. Das sind halt echt so Sachen, die... Also ich weiß noch, ich bin einmal nicht völlig ausgerastet, aber hab doch meiner damaligen Freundin ein paar Takte gesagt. Wie sieht's aus? Können wir die mitnehmen? Nee, dann müssen wir was essen. Ein paar Takte gesagt, weil sie die Angewohnheit hatte, die Zahnpastatube nicht zuzudrehen, sondern die offen liegen zu lassen. Und du bist was? Ein Reh, aber wir haben Schaf hinten drauf. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt halt echt so Kleinigkeiten. Jetzt bin ich wieder fast bis zur völligen Erschöpfung gerannt hier. Und das wieder nehmen. Kleinigkeiten, die mich nee, die bringen mich nicht zur Weißglut, aber sie stören mich halt einfach. Und wenn der stete Tropfen das, wo ist der letzte Lehm? Da fast gefüllt hat, dann ja, kriege ich halt ein Problemchen. Und das ist der Monk. Obwohl, ich glaube, Monk habe ich nie wirklich ausrasten sehen. Das ist bei ihm alles eher innerlich, ne? Während ich... Ja, ich fresse das auch in mich rein, aber... ja, wenn das Fass halt voll ist, bis zum Überlaufen, dann... Es hat geleckt da vorne. Mal war hier, glaube ich, ein Wildschwein, als wir den Extraktor aufgebaut haben. Ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Oh, was habe ich da links denn gesehen? Ist das da oben auch? Also kann gut sein. Ich habe... oder meine beobachtet zu haben, dass Lehm häufig zweimal zu finden ist, also nah beieinander. Ich weiß nicht, ob andere Leute die Feststellung auch gemacht haben. Aber beim Lehm scheint es sowas wie Pärchenbildung zu geben. Ich habe noch gesagt, es hat geleckt da vorne, ne? Also einer von den Kleinen ist zumindest schon mal weg. Wir bleiben jetzt auf der Straße, da können wir uns sicher sein, dass hinter uns nichts ist. Hin. Bislang lief das ja recht gut. 98. Haben noch keine Verletzung davon getragen. Sehr schön. Plastik hat er mitgebracht.
So, nur wo haben wir unseren Wagen? Da. Was ist das? Noch ein Steinchen. Da kann auch der Palzi nicht nein sagen. Steinchen sind toll. So, jetzt müssen wir ein bisschen Platz machen. Den Plastik würde ich auf jeden Fall gerne mit reinpacken. Irgendjemand hat Aluminiumerz mitgebracht. Die Eisenbarren wiegen 1,5. Das ist weniger als Stein. Da könnte man überlegen, ob man die nicht am Mann behält. Steinpfeile können in den Köcher. Alles, dann einmal Biotreibstoff und die Zeit läuft. Sehr schön. Ein Stein geht noch mit rein. Wir haben jetzt relativ hohe Last schon. Das heißt, ich fange an, Steinchen in Sand zu verwandeln. Ich kann nämlich zaubern. Wo wir gerade hier sind, können wir mal gucken. Einen Schluck trinken wollen wir auf jeden Fall. Können aber auch erstmal eine Wassermelone reindrücken. Bisschen fette Proteine könnten nicht schaden, aber sieht an sich erstmal in Ordnung aus. Trinken noch einen Schluck. Und dann geht es weiter. Hier wieder, das ist definitiv Lehm und der auch wieder zu zweit. Also wie gesagt, diese Beobachtung nicht das erste Mal. Du bist nur ein Steinchen, dich will ich nicht. Palzi, Lootgoblin. Nee, aber kriegen noch so viele Steine. Letzter Extraktor kommt ja auch noch und wenn da noch Zeit ist, möchte ich in der Mine auch noch mal ein bisschen gucken. Zweite Kiste mit rein. Wieder Sand. Nochmal Lehm. Zweimal wieder. Steinchen raus, das rein und die Steinchen zu Sand wandeln. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wie spät haben wir? 2 Uhr Nachmittag. Grad draußen, da war wieder Lehm. Ach komm, lassen wir ihn mal stehen. Ich möchte ja in der Höhle auch noch ein bisschen gucken wegen anderen Erzen, denn wenn wir in der Höhle die Brocken, diese Steinbrocken da hacken, dann kriegen wir auf jeden Fall 2 Bleierze raus. Und
Dich habe ich gesehen. Ich muss jetzt nur mal gucken. Esse den auf. Und dann können wir dich auch ernten. Die Steinbrocken machen, um da die liefern definitiv 2 Bleierze und dann entweder ein Stein oder ein Eisenerz. Und Eisenerz kann man halt zusammen mit dem Bleierz zu einer Stahllegierung machen. Wir haben da zwar im Moment keinen Bedarf, aber ja. Ich will's haben. Ich bin der Loot Goblin. Da ist schon wieder ein Kürbis, aber den ignorieren wir jetzt. Palzi, du hast vergessen, den Strom anzuschalten. Da kann hier nichts drin sein. So, wie voll sind wir denn? Eigentlich geht das. Dann machen wir mal Licht. Bleierze garantiert. Hier hatten wir ein Eisenerz. Auch zu Kohle würde ich nicht nein sagen. Obwohl, hatten wir schon massiv. Die Kohle war dann ja die zweite. Ach, Lehm kann auch drin sein. Stimmt, das hatte ich vergessen. Eisenerz. ...62,5. Müssen jetzt halt schon gucken. Was? Nee. Da ist Kohle. Kohle wog nur einen, ne? Ja, dann können wir dich auch noch. Pilze gehen schon gar nicht mehr. Dann. Wir könnten hier ja überall schon Pilze rumliegen. Zieh dir mal das Fleisch rein. Wo hatte ich denn noch Pilze geerntet? Hatte ich nicht vorhin hier irgendwo? Ja. So, Kiste 2. Ein Lehm ist okay vom Gewicht. Plastik ist auch okay vom Gewicht. Die Erze sind halt mit 2 am schwersten.
Ja, es geht aber auch insgesamt nicht mehr viel, ne? Falzi, du kannst aber noch Sand herstellen. Jetzt sind wir runter auf 56. Spitzhacke durch. Steine haben wir ja, aber Pflanzenfasern habe ich, glaube ich, keine mehr. Nee, ich hatte nur für eine Spitzhacke eingepackt. Naja, dann du extrahierst noch Licht aus und dann fahren wir heim. Mit. Nee, da brauche ich im Moment. Na, doch mal rein. Oh. Mal leer machen. Ich fahre ein bisschen weiter. Ich möchte die Kisten überhaupt nicht runternehmen. Wir müssen ja eigentlich auch noch in die Städte, um weitere Tech zu suchen. Und das wäre zum Beispiel was, was man morgen machen könnte. Erstmal das Inventar jetzt angucken. Da ist ja doch ein bisschen was. Na, hier jede Menge Sand. Aber nimm mal zwei Sand mit, denn ich gehe schwer davon aus, dass die trocken sind. Kohle haben wir an Mann. Erstmal Inventar ein bisschen leeren, damit wir genügend Platz haben. Du kommst wieder in die Krimskramskiste. Solo-Lehm kann hier mit rein. Stöckchen und Plastik haben wir auch noch. Saatgut. Federn und Eisenbrocken. Raus. Hier können wir Lehm herstellen. Und dann Ziegel. Nein, nicht das Feuerzeug, das brauchen wir noch. So. Weiter. Ja, Lehm wiegt ein bisschen was, ne? Sind da auch relativ bestückt jetzt, muss ich sagen. Hatten wir in der zweiten Kiste auch noch Lehm? Ja, hatten wir. Eisenerz. Das und das auch. Dann haben wir hier Bleierz. Das kommt in die Kiste. War unser Stahlständer voll? Ja, Barra.
Einen Bleiständer haben wir auch noch nicht, sehe ich gerade. Wenn das so ist, schmeiß an. So, dann... Das ist Kobalt. Genauso wie das. Kupfer haben wir ja nicht, weil irgendjemand... Wer war das nur? Vergessen hat anzustellen. Kobalt können wir dann auch zweimal machen. Brauchen wir also auch einen Ständer. Dann noch Alu hier. Und das sind noch Steinchen. Kiste rein. So, dann hatte ich gesagt, was läuft gerade durch? Blei läuft gerade durch. Das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall ein Regal für Blei. Und 10. Das heißt, wir brauchen 2 Eisenbarren, um mal ein paar Nägel herzustellen. Und dann 15, respektive, weil wir ja auch noch einen Kobalt bauen wollen, 30. Scheint an der Seite noch irgendwo zu sein. Kommt er? Nö. So, was habe ich gesagt? Kobalt. Bleibaren wegpacken. Alu haben wir auch eine Menge. Platzierbares Lager, aber erstmal Kobalt jetzt. Ich stelle es erstmal einfach dahin. Unter Umständen möchte ich da... Wir haben ja doch ein paar Alu. Erze noch. Ja, da können wir uns auch gleich noch ein zweites Regal mit Aluminium bauen. Dann brauchen wir natürlich noch mal Nägel. Und noch mal 15. Müssen wir natürlich auch Eisen wieder schmelzen, aber wir hatten genügend Fragmente. So, bist du durch? Wie weit bist du kurz vor fertig? Dann machen wir gleich mal eine Charge. Zwischenzeit, wie
Wie weit ist denn der Garten oben? Wir können ernten. Wir können ernten. Ich brauche auf jeden Fall wie voll ist das? Wir können nicht ernten, weil das voll ist bald. Aber was essen? Hier ist mal ein Kürbis. Daraus können wir auf jeden Fall schon das sortiere ich irgendwann anders. Kann ich da irgendwas gerade mal reinwerfen? Dich zum Beispiel einfach mal so legen. Dich muss ich als erstes verarbeiten. Ihr kommt dann dahin. Dann kann ich dich auch wieder rausnehmen. Und dann können wir uns definitiv aus dem, was wir gefunden haben, herstellen. Was natürlich Schwachsinn war, jetzt habe ich die Kartoffeln verwendet, die wir gefunden haben, die länger haltbar sind als das, was da noch in der Kiste ist. Naja, der Palzi halt, ne? So, eine Zwiebel ist da auch. Die brauchen wir aber auch gleich, wenn wir schlachten. Zwiebel, Kartoffel und dann haben wir natürlich keine Axt. Und hier könnte auch wieder was gehen. Nehmen wir gleich mit und dann gucken wir, was wir brauchen. Aluminium geht. Eisen geht. Dann lass uns mal hier eine Charge anschmeißen. Schlachten wollen wir. So, jetzt geht's dir ans Leder. So, das war das. Dann den Hinweis beachten. Zwei Fleisch könnte man fürs Braten vorsehen. Das ist okay. Ich kann auch drei braten. So schlimm ist das nicht. Zubereitungstisch, Kartoffel, Zwiebel, Leber, Fleisch, Eintopfmischung. So. Packe ich aber gerade mal erstmal weg. Denn wir wollten ja oben auch noch ernten. Ziehe die auch noch mal rein. Ernten. Melone brauchen wir ja auf jeden Fall. Ernten. Und gleich wieder einpflanzen. Melonen gehen noch. Das ist die komplette Aussaat, die wir haben. Dann habe ich hier was für die tierische Kiste. Leder. Tierfett. Wolle können wir da auch mit reinpacken. Die Knochen müssen. Oh, da ist ein Hühnchen. Wir brauchen auch Eier noch. Richtig, wir müssen dieses Hühnchen dringend erledigen. Aber jetzt bringe ich erstmal, damit wir das auch aufnehmen können, die Eier. Die Melonenernte weg. Wir brauchen die Eier, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Es hörte sich so an, als sei es irgendwo da.
Na, brauchst du was zu trinken, mein Junge? Nimm mit, kann nicht schaden. Wo ist das Hühnchen? Ich hab's aber auch nicht noch mal gehört. Das war nicht das Hühnchen. Oh, Mini-Boss. Aber du kannst gerne da bleiben. Wenn du da stuck bist, das interessiert. Würde ich sogar begrüßen. Ich hab halt sie dumm gelaufen. Shit. Na gut, dann machen wir weiter mit dem Ernten. Zwei. Oh. Sie und das Multitasking. Wir haben jetzt aber so viel Stein, dass ich einfach mal eine Runde Glas herstelle. Und vorne die Kiste war fast voll, die ist komplett voll. Hier hatten wir Eisen, okay. Gurke, Mais. Ne, genau andersrum. So rum. Ja, wir haben keine Eier. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hier ist auch irgendwo. Ach, hier sind Eier. Oh. Du kommst in die Gammelkiste. Wir brauchen eine Zwiebel, eine Kartoffel. Ach nee, das war ja für die Palzi. Das war für die Eintopfmischung. Du brauchst drei Pilze. Zwei Eier. Die Eintopfmischung. Und eine Melone. Und da haben wir eine Ration. So, bevor ich da aber schlachte, möchte ich oben weitermachen noch mit der Ernte. Ist zwar spät, aber Kartoffeln. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch erledigen. Den Garten einmal abgeerntet haben. Ist noch genügend Platz.
Gurken kriegen wir auch auf jeden Fall noch weg. Die Kartoffeln in der Reihenfolge da rein. Ja, das haut aber schon wieder alles nicht hin, Balzi. Du musst jetzt hier sortieren, sonst... Das fehlt halt noch, so eine Sortierfunktion, Ablauf, also wann die ablaufen, dass man das Ganze nach Ablauf irgendwie sortieren kann. So muss man das halt immer manuell machen. Aber das kann ich auch offscreen erledigen. Genau das Ernten des Gartens oben, das mache ich noch fertig ohne euch. Denn die Folge hat definitiv schon wieder ganz leichte Überlänge. Verzeiht mir das bitte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer über ein Like und oder ein Abo freuen. Bis bald, euer Palzi.